Als Hersteller von Premium-Produkten ist es für Palfinger unumgänglich, die Herstellungsprozesse ständig überwachen und weiterzuentwickeln. Die hohe Fertigungstiefe in den weltweit angesiedelten Palfinger-Standorten erfordert zielgerichtete Analysemethoden für jeden Prozess. Darum wurde 2012 die Entscheidung getroffen, diese verantwortungsvollen Aufgaben am Standort Lengau zu zentralisieren. Das Leistungsspektrum des Palfinger Analysezentrums umfasst derzeit die gängigsten Methoden zur zerstörenden und zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, welche unter anderem für die werksübergreifende Rohmaterialfreigabe eingesetzt wird. Durch unsere Nähe zur Fertigung können all diese Prüfmethoden sehr gezielt und zeitnah zur Entwicklung, zur Freigabe, aber auch zur ständigen Überwachung der Serienprozesse eingesetzt werden. Um das nötige Know-how für den jeweiligen Bereich anbieten zu können, setzen wir stark auf die ständige Aus- und Weiterbildung unserer Fachexperten. Für kundenorientierte und maßgeschneiderte Analysen stehen meinen Mitarbeitern modernste Prüfgeräte zur Verfügung. Mit diesem Gesamtpaket an Möglichkeiten und Qualifikationen haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit Premium-Analysen und Fachberatungen die Erwartungen unserer Kunden jetzt und in Zukunft erfüllen zu können. Proben unter einem Mikroskop fachgerecht analysieren zu können, muss das Gefüge des Materials oder der Schweißverbindung sichtbar gemacht werden. Dies erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen, je nachdem um welchen Werkstoff es sich handelt, mit verschiedenen Ätzlösungen bzw. mit verschiedenen Ätztechniken. Um die Festigkeit der Schweißverbindungen kontrollieren zu können, gibt es verschiedene Härteprüfmethoden. Die gängigste für Stahlkomponenten ist dabei die Härteprüfung nach Vickers. Je nach Anforderungen können wir auch noch die Härte nach Brinell und Rockwell feststellen. Mit dem Gammaspektroskopie-Messgerät bestimmen wir die Radioaktivität der Rohmaterialien. Gemessen werden kann Iridium und Kobalt. Eine gewisse Grundstrahlung ist in jedem Material vorhanden. Jedoch wurde bei unseren Rohmaterialien noch nie eine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt. Um die mechanisch-technologischen Eigenschaften der Materialien feststellen zu können, wird der Kehrschlag-Biegeversuch und der Zugversuch benötigt. Um auch die Werkstoffe für extreme Bedingungen qualifizieren zu können, können wir die Kehrschlag-Biegeproben bis minus 70 Grad Celsius temperieren. Für den Zugversuch haben wir 250 kN Zugkraft zur Verfügung, um normgerechte Spannungsdehnungsdiagramme von Grundmaterialien wie Bleche, Bolzen, Wellen, aber auch Schweißverbindungen erstellen zu können. Kunststoffprüfungen bis 500% Dehnung sind bei verminderter Zugkraft auch möglich. Zur Vorbeugung von ungewollten Stillständen bei Hydrauliksystemen wird eine Restschmutzanalyse durchgeführt. Dabei werden alle Krankomponenten und der komplette Kran bis zu dem kleinsten Partikel im Hydrauliksystem analysiert. Für die Prüfungen unseres Beschichtungssystems stehen uns ein neutraler Salzsprühnebeltest und eine Essigsäure-Salzsprühnebelprüfung zur Verfügung. Des Weiteren verfügen wir in diesem Bereich über Farbmessungen, Glanzgradmessungen bis hin zur UV-Bewitterung, um die Kundenanforderungen erfüllen zu können. Palfinger.